Ja, hallo WWE-Tuber, ich bin der WWE-Sammler 14. Ja, also ich mache heute wieder ein Figuren-Unboxing. Zwar nicht von einem neuen Paket, die Figuren kennt ihr schon, habe mich aber jetzt erst entschlossen, diese Figuren aufzupacken. Diese Figuren kennt ihr schon, es ist die 2-Pack-Serie 11. Und ich werde dann jetzt beginnen. Ich habe die Figuren schon gezeigt. In meinem anderen Video, wo ich das Paket aufgemacht habe. Und ja, dann fange ich gleich mal an mit dem ersten 2-Pack, Drew McIntyre und Dashing Cody Rhodes. Ja, im anderen Video habe ich schon gesagt, was die für Design haben, ne? Und ich werde die jetzt mal auspacken. Ich finde, das ist hammergeil. Also haben wir jetzt erst entschieden, die auszupacken, weil ich es erst nicht wusste. Ja, hier schon mal die Figuren. Finde ich richtig geil, wenn man dann auch mal mit denen Aktionen oder sowas machen kann. Also, okay, dann haben wir hier Dashing Cody Rhodes, der kommt mit silbernen Stiefeln. Dann hier steht hinten auf der Hose Dashing drauf, also das ist echt eine hammergeile Figur hier mit dem schwarzen Armschoner oder Armpad. Ja, der Headscan hätten sie wirklich noch ein bisschen besser machen können, wie ja jeder findet. Aber hier auf jeden Fall Cody Rhodes, das stelle ich mal da hinten hin. Und jetzt packen wir den Schotten Drew McIntyre auf. Also der ist eigentlich nur die Farbe anders, also in Rot. Hier das X an der Seite, hier Headscan. Hier wieder das X, Schottenzeichen, ja, eigentlich so wie immer eigentlich. So, dann mache ich weiter mit den Brüdern der Zerstörung, Undertaker und Kane. Die werde ich jetzt auch aufmachen. Undertaker hat denselben Headscan wie in der Elite 8. Den finde ich aber richtig geil. Und packe ich jetzt auch mal auf, also